Sozialwissenschaften und Data Sciences stammen aus unterschiedlichen Traditionen. Sozialwissenschaften sind im Vergleich zu den Natur- oder Geisteswissenschaften ein relativ junges Wissenschaftsfeld. Unter die Sozialwissenschaften fallen unterschiedliche Disziplinen wie die Soziologie, die Politikwissenschaft, die Kommunikationswissenschaft, aber auch Teilbereiche der Wirtschaftswissenschaften sowie der Psychologie. Innerhalb der Sozialwissenschaften gibt es unterschiedliche methodische Herangehensweisen, sowohl was die Datenerhebung als auch die Datenanalyse innerhalb der Daten betrifft. Die generelle Unterscheidung wird zwischen qualitativen und quantitativen Methoden und Daten getroffen, wobei bei qualitativ die Daten in verbaler Form, bei quantitativen Methoden in numerischer Form vorliegen. Bei den Computational Social Sciences beschäftigen wir uns nun mit den quantitativ ausgerichteten Sozialwissenschaften. Wir haben eine immer größer werdende Menge an quantitativen Daten zur Verfügung, sowohl longitudinal, also über Zeit, als auch im Querschnitt, das heißt zu einem bestimmten Zeitpunkt in unterschiedlichen Kontexten gemessen. Der Fokus ist auf reale, angewandte Daten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Das sind Registerdaten, zum Beispiel Gesundheitsdaten, Umfragedaten, Textdaten, Experimentaldaten, die mit der breiten Palette an statistischen Methoden analysiert werden. Bei der Datenanalyse gibt es unterschiedliche Vorgangsweisen, induktiv und deduktiv. Deduktive Vorgangsweise bedeutet, vom Allgemeinen auf das Besondere zu schließen, und dieser Schluss wird aufgrund von präzisen theoretischen Vorannahmen getroffen, der in sogenannten Hypothesen Ausdruck findet und empirisch getestet wird. Bei der induktiven Vorgangsweise wird hingegen vom Besonderen der Einzelbeobachtung auf das Allgemeine geschlossen. Das Ziel ist es, Strukturen, Zusammenhänge, allgemeingültige Mechanismen zu erfassen. Die quantitativen Sozialwissenschaften arbeiten hauptsächlich deduktiv, was manchmal das Erkennen von Mustern erschwert, da man die Daten als solches nicht sprechen lässt, sondern sie anhand der vorgegebenen Hypothesen testet. Die Data Sciences bringen nun die induktive Vorgangsweise ein und erlauben mit ihren Methoden Muster zu erkennen. Die Gefahr ist, dass man Muster erkennt, die Artefakte sind und theoretisch sich nicht erklären lassen. Durch das Zusammenspiel von Sozialwissenschaften und Data Sciences kann man nun die Stärken eines jeden Zugangs nutzen und die Schwächen minimieren und kausale Ketten gut erkennen. Data Science ist ein junger Wissenschaftsbereich, der selbst stark interdisziplinär ist. Data Science umfasst Forschung aus den Bereichen Informatik, Mathematik, Statistik und angrenzenden Feldern, die sich mit der computergestützten Analyse von Daten beschäftigen, wie eben die Sozialwissenschaften. Der Begriff Data Science kam in den 1960er Jahren durch die Entwicklung der Computer auf. Durch die zunehmende Datenexplosion ist Data Science heute essentiell für viele Wissenschaftsbereiche. Zum Beispiel beschäftigen sich Forschende mit der Gewinnung von verständlichen Informationen aus großen Datenmengen oder deren Visualisierung. Bei der Analyse von großen Datenmengen und der zusätzlichen Information sowie verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten überschneiden sich die Sozialwissenschaften und die Data Sciences in ihrem Anspruch, neue Forschungsergebnisse zu generieren und sich methodisch weiterzuentwickeln. Die nächste Lektion erklärt die Grundlagen der Repräsentation von Daten am Computer und gibt einen Überblick über zentrale Data Science-Methoden. In Lektion 3 steigen Sie tiefer in das Gebiet des maschinellen Lernens ein. Darauf folgen zwei Lektionen zu den Grundlagen der sozialwissenschaftlichen Methoden, wo auf die unterschiedlichen Methoden epistemologischen Grundlagen nochmals im Detail eingegangen wird.